Glaubst du, dass wir Menschen eine unsterbliche Seele haben, die auch ohne den physischen Körper existieren kann und sogar in der Lage ist, durch die Zeit zu reisen? Wenn du jetzt denkst, dass das unmöglich ist, dann wirst du deine Meinung nach diesem Video ändern. Wir haben lange recherchiert und möchten euch nun 5 faszinierende, glaubwürdige Beweise für die Existenz einer Seele präsentieren, die euch sprachlos machen werden. Also mach es dir am besten gemütlich und hol dir etwas Leckeres zum Snacken. Platz 5. Ist es möglich, den physischen Körper zu verlassen? Sylvan Muldoon und Hereward Carrington leisteten mit ihrem gemeinsamen Werk The Projection of the Astral Body, das erstmals in den frühen 1920er Jahren veröffentlicht wurde, einen bedeutenden Beitrag zum Studium und zur Diskussion von Astralreisen. Astralreisen ist die Vorstellung, dass unser Bewusstsein oder unsere Seele, oft als Astralkörper bezeichnet, den physischen Körper verlassen und unabhängig davon reisen kann. Dabei kann man an ferne Orte, durch verschiedene Zeiten und sogar in andere Dimensionen reisen, ohne physisch dorthin zu gehen. Manche Menschen berichten, dass sie dies während des Schlafes oder der Meditation erleben. Sie beschreiben, wie sie ihren Körper von außen betrachten oder an ganz andere Orte versetzt werden. Sylvan Muldoon, der selbst behauptete, zahlreiche Astralreisen unternommen zu haben, beschreibt detailliert die Techniken und Empfindungen, die mit dem Verlassen des physischen Körpers einhergehen, sowie die vielfältigen Ebenen und Landschaften, die er auf seinen Reisen durch die Astralebene erkundet hat. Sylvan Muldoon betrachtete seine Fähigkeit zur Astralprojektion als ein natürliches Phänomen, das mit der richtigen Technik und unter bestimmten Bedingungen von nahezu jedem erlebt werden kann. Für Muldoon war der Wille oder die Absicht des Praktizierenden entscheidend, um eine erfolgreiche Astralprojektion zu erreichen. Er glaubte, dass ein starkes Verlangen oder eine Notwendigkeit, den Körper zu verlassen, oft der Auslöser für seine eigenen Astralreisen war. Muldoon betonte die Existenz einer Silberschnur, die den Astralkörper mit dem physischen Körper verbindet. Diese Schnur, die oft in esoterischen Traditionen erwähnt wird, dient als Lebenslinie, die sicherstellt, dass die Seele immer zum Körper zurückfinden kann, unabhängig davon, wie weit sie reist. Diese Schnur dient sozusagen als eine Art Sicherheitsleine. Muldoon beschrieb detailliert Techniken und Zustände, die förderlich für die Astralprojektion sind. Er legte Wert darauf, in einem Zustand zwischen Schlaf und Wachsein zu sein, wo der physische Körper zwar ruht, aber der Geist dennoch wachsam bleibt. Er empfahl, sich auf die gewünschte Bewegung zu konzentrieren, wie das Schweben oder das Anheben des Astralkörpers, um die Trennung vom Körper zu erleichtern. Muldoons Berichte über Astralreisen sind reich an persönlichen Erlebnissen, die von einfachen Ausflügen aus seinem Körper bis hin zu komplexen Abenteuern auf der Astralebene reichen. Er beschrieb, wie er Orte besuchte, die er sowohl kannte als auch unbekannte, und wie er mit anderen Wesenheiten auf der Astralebene kommunizierte. Muldoon sprach auch offen über die Herausforderungen und Gefahren der Astralprojektion. Er beschrieb, wie wichtig es ist, einen Zustand zu erreichen, in dem der Körper vollkommen entspannt, aber der Geist hellwach ist. Das Gefühl, kurz vor der Trennung zu stehen, kann von intensiven Vibrationen begleitet sein, die bei manchen Menschen zu großer Angst und Panik führen können. Doch für Muldoon waren dies Zeichen, dass die Astralprojektion kurz bevorstand und man sich vor diesen seltsamen Gefühlen und Empfindungen nicht zu fürchten braucht. Muldoon sprach auch über die Angst vor dem Unbekannten, die viele Menschen davon abhält, eine Astralreise zu unternehmen. Er selbst musste erst lernen, diese Furcht zu überwinden, um die Freiheit und die Tiefe der Astralwelt voll auszukosten. Für ihn war die Astralebene ein Ort unglaublicher Möglichkeiten, aber auch mit gewissen Risiken behaftet. In seinen Schriften riet Muldoon zur Vorsicht und empfahl, mit positiven Absichten und ohne Angst zu reisen. Er war davon überzeugt, dass die Astralebene ein Spiegelbild unserer Gedanken und Emotionen ist. Das bedeutet, dass positive Gedanken zu positiven Erfahrungen führen,
während Angst und Negativität das Gegenteil bewirken. Muldoon war sich der wissenschaftlichen Skepsis gegenüber Astralprojektion bewusst, beharrte aber darauf, dass seine Erfahrungen real und für jeden nachprüfbar seien. Für Muldoon war Astralprojektion nicht nur ein Beweis für die Existenz eines Astralkörpers und einer Seele, sondern auch ein Mittel zur Erweiterung des menschlichen Bewusstseins und Verständnisses des Universums. Seine Arbeiten bieten einen faszinierenden Einblick in die Praxis der Astralprojektion und bleiben ein wertvoller Beitrag zum Verständnis außerkörperlicher Erfahrungen. Wenn dir das Video gefällt, dann lass uns doch ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vielen Dank. Platz 4. Der Fall von Robert Munro. Robert Allen Munro, ein Pionier auf dem Gebiet der Astralprojektion, hat mit seinen detaillierten Berichten und Erkenntnissen in Büchern wie Journeys Out of the Body eine wesentliche Grundlage für das moderne Verständnis von Astralreisen geschaffen. Im Gegensatz zu früheren Autoren auf diesem Gebiet näherte sich Munro dem Thema mit einem experimentellen Ansatz, der darauf abzielte, das Phänomen aus einer sowohl persönlichen als auch wissenschaftlichen Perspektive zu verstehen. Munro startete seine Forschung ohne vorherige Kenntnisse oder Interesse an spirituellen Praktiken. Seine Astralreisen begannen unerwartet in den 1950er Jahren. Seine anfängliche Verwirrung und das Streben nach Verständnis führten ihn dazu, das Munro Institute zu gründen, ein Forschungszentrum, das sich der Erkundung des Bewusstseins und der nicht-physischen Erfahrungen widmet. In Journeys Out of the Body beschreibt Munro seine vielfältigen Erfahrungen außerhalb seines physischen Körpers und erklärt verschiedene Aspekte der Astralreisen. Er spricht über die Herausforderungen, die er beim Erlernen der Kontrolle über seine Erfahrungen antraf, über die Entdeckung von Orten und Wesenheiten, die sich stark von der physischen Realität unterscheiden, und über seine Versuche, diese Erfahrungen zu messen und zu überprüfen. Munro dachte darüber nach, ob Menschen, die Astralreisen erleben, in der Lage sein könnten, nicht nur an unterschiedliche Orte, sondern auch in verschiedene Zeiten zu reisen. Er spekulierte darüber, dass die Astralebene nicht den gleichen Gesetzen von Raum und Zeit unterliegt wie unsere physische Welt. Das bedeutet, dass die Zeit dort nicht linear verläuft, sondern eher wie ein Buch ist, das man an jeder beliebigen Stelle aufschlagen kann. Munro hat in seinen Büchern einige seiner eigenen Erfahrungen beschrieben, bei denen er das Gefühl hatte, in eine andere Zeit versetzt zu werden. Diese Erzählungen reichen von Besuchen in der Vergangenheit bis hin zu Blicken in die Zukunft. Diese interessanten Überlegungen Munros regen dazu an, über die üblichen Vorstellungen von Raum und Zeit nachzudenken. Wenn wir davon ausgehen, dass Astralreisen tatsächlich möglich sind, eröffnet das die faszinierende Option, dass unser Bewusstsein auf eine Weise durch das Universum navigieren kann, die wir uns kaum vorstellen können, frei von den Einschränkungen, die unser physischer Körper uns auferlegt. Seine Arbeit bleibt ein wichtiger Bezugspunkt für diejenigen, die sich für die Mysterien des menschlichen Bewusstseins und die Möglichkeiten, die es jenseits der physischen Realität gibt, interessieren. Platz 3. Der Fall von Bruce Mohn. Bruce Mohn hat sich als Forscher und Autor einen Namen gemacht, indem er seine eigenen Erfahrungen und Techniken mit der Welt teilte, um Menschen dabei zu helfen, nicht physische Realitäten zu erforschen. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Möglichkeit, durch Astralreisen oder außerkörperliche Erfahrungen mit Verstorbenen zu kommunizieren und Einblicke in das Leben nach dem Tod zu gewinnen. Mohn entwickelte und teilte spezifische Techniken, die es den Menschen ermöglichen sollen, bewusst außerkörperliche Erfahrungen zu erleben. Er legte großen Wert darauf, dass diese Techniken erlernbar und für jeden zugänglich sind, und betonte dabei die Bedeutung von Offenheit und Übung. Ein wesentlicher Teil von Mohns Forschung befasst sich mit der Möglichkeit, über Astralreisen Kontakt mit Verstorbenen aufzunehmen. Er war felsenfest davon überzeugt, dass das Bewusstsein nach dem Tod weiter existiert und dass es möglich ist, mit diesem Bewusstsein in nicht-physischen Realitäten zu kommunizieren.
Moen beschrieb detailliert seine eigenen Erkundungen des Nachlebens und wie er durch seine außerkörperlichen Erfahrungen verschiedene Ebenen oder Bereiche jenseits der physischen Welt wahrnahm. Diese Bereiche, so Moen, bieten Einblicke in das, was die Seelen nach dem Tod erleben. Moen erklärte, dass das Jenseits aus mehreren Ebenen besteht, die unterschiedliche Zustände des Bewusstseins und der spirituellen Entwicklung widerspiegeln. Seelen würden sich in Bereiche begeben, die ihrer Schwingungsfrequenz und ihrem Verständnis entsprechen. Moen beschrieb das Jenseits nicht als Endstation, sondern als einen Ort des Lernens und des spirituellen Wachstums. Die Seelen würden dort die Gelegenheit erhalten, sich weiterzuentwickeln, zu lernen und eventuell ungelöste irdische Angelegenheiten zu klären. Eines von Moens Hauptzielen war es, Menschen zu helfen, mit ihren verstorbenen Angehörigen oder Freunden zu kommunizieren. Er glaubte fest daran, dass diese Kommunikation nicht nur möglich, sondern auch heilend für beide Seiten ist. Durch seine Methoden wollte er den Menschen Wege aufzeigen, wie sie Trost finden und ungelöste Fragen klären können. Platz 2. Der Fall von Jürgen Ziewe. Jürgen Ziewe ist ein faszinierender Autor und Forscher, der über Jahrzehnte hinweg seine außerkörperlichen Erfahrungen dokumentiert hat. In seinem Buch »Der multidimensionale Mann« nimmt er die Leser mit auf eine außergewöhnliche Reise. Durch verschiedene Dimensionen der Realität, die weit über das hinausgehen, was wir in unserem alltäglichen Leben erfahren. Ziewes Werk bietet einen äußerst interessanten Einblick in die Komplexität und Vielschichtigkeit nicht materieller Welten, die er durch Astralprojektionen erkundet hat. Ziewe beschreibt in seinen Werken eine Vielzahl von Dimensionen und Ebenen des Bewusstseins, die er besucht hat. Diese reichen von wunderschönen Landschaften bis hin zu städtischen Umgebungen, die denen der physischen Welt ähneln, aber durch ihre Lebendigkeit und Farbintensität herausstechen. Während seiner Reisen erlebt Ziewe eine erweiterte Form der Wahrnehmung, die es ihm ermöglicht, Farben intensiver zu sehen, Gedanken und Emotionen direkt zu erfühlen und die essentielle Verbundenheit aller Dinge zu verstehen. Er betont vor allem, dass in diesen erweiterten Bewusstseinszuständen die Zeit nicht geradlinig verläuft. Und dass es möglich ist, in der Vergangenheit oder Zukunft ebenso präsent zu sein wie im Jetzt. In solchen Zuständen fühlt es sich so an, als ob alle Momente, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig existieren. Es ist, als ob du ein Buch in deinen Händen hältst, in dem du jede Seite gleichzeitig sehen kannst, anstatt es Seite für Seite durchzublättern. Ziewes Fokus liegt auf der Erkundung unterschiedlicher Bewusstseinszustände und der Art und Weise, wie diese unsere Erfahrung der Realität prägen. Er beschreibt, wie er durch Meditation und gezielte Bewusstseinsarbeit in Zustände gelangt, die Astralprojektionen und tiefgreifende Einsichten in die Natur des Seins ermöglichen. In seinen Astralreisen begegnete Ziewe verschiedenen Wesen, manche menschlich, manche nicht, die ihn lehren und ihm unterschiedliche Aspekte des Lebens und der spirituellen Entwicklung aufzeigen. Diese Begegnungen vermitteln oft wichtige Lektionen über Liebe, Mitgefühl und die Verantwortung, die wir für unsere Gedanken und Taten tragen. Ziewe betont auch die Bedeutung, die seine Erfahrungen für das tägliche Leben haben. Er sieht sie nicht nur als Beweis für die Existenz anderer Realitäten, sondern auch als Inspiration, das eigene Leben bewusster und sinnvoller zu gestalten. Seine Arbeit bietet praktische Einsichten darüber, wie wir durch die Erweiterung unseres Bewusstseins zu einem tieferen Verständnis von uns selbst und dem Universum gelangen können. Platz 1. Der Fall von William Buhlmann. William Buhlmann ist ein anerkannter Experte auf dem Gebiet der außerkörperlichen Erfahrungen und hat durch seine Bücher und Workshops vielen Menschen geholfen, die Kunst der Astralreisen zu erlernen und zu praktizieren. Sein Ansatz betont stark die Eigenverantwortung im Prozess der Bewusstseinserweiterung und bietet praktische Techniken, mit denen man gezielt außerkörperliche Erfahrungen herbeiführen kann. Buhlmann glaubt, dass die Erforschung des eigenen Bewusstseins durch Astralreisen eine tiefgreifende Möglichkeit bietet, mehr über uns selbst und das Universum zu lernen,
Er sieht außerkörperliche Erfahrungen als ein wichtiges Werkzeug, um Einschränkungen zu überwinden und spirituelles Wachstum zu fördern. Buhlmann bietet detaillierte Anleitungen und Techniken, um Astralreisen einzuleiten. Dazu gehören Entspannungsmethoden, Visualisierungen und mentale Übungen, die darauf abzielen, das Bewusstsein vom physischen Körper zu lösen. Er betont die Wichtigkeit der mentalen Klarheit und der festen Absicht, um erfolgreiche außerkörperliche Erfahrungen zu erleben. In seinen Büchern berichtet Buhlmann von Erfahrungen, die zeigen, dass während der Astralreisen die Grenzen von Raum und Zeit aufgehoben sind. Er beschreibt Begegnungen und Szenarien, die darauf hindeuten, dass es möglich sein könnte, durch verschiedene Zeiten und Dimensionen zu reisen, was faszinierende Perspektiven auf das Potenzial von Zeitreisen eröffnet. Buhlmanns Werke enthalten zahlreiche persönliche Berichte von seinen eigenen Erfahrungen sowie von anderen Menschen, die außerkörperliche Zustände erlebt haben. Diese Berichte reichen von der Erkundung außerirdischer Landschaften bis hin zu Begegnungen mit geistigen Wesenheiten und dem Besuch von Orten, die außerhalb unserer normalen Zeitwahrnehmung existieren. Ein zentraler Aspekt von Buhlmanns Arbeit ist die Überzeugung, dass außerkörperliche Erfahrungen das Bewusstsein erweitern und zu einem tieferen Verständnis des Lebens und des Todes führen können. Er sieht Astralreisen als ein Mittel, um die Natur der Realität zu erforschen und Einsichten über den wahren Sinn des Lebens zu gewinnen. Nun aber freuen wir uns auf eure persönlichen Meinungen darüber. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Glaubt ihr an die Existenz einer unsterblichen Seele, die vielleicht sogar in der Lage ist, durch die Zeit zu reisen? Und welcher Fall hat euch am meisten fasziniert? Schreibt doch eure Gedanken dazu einfach unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.